Katrin, das ist das Mädchen Katrin. Und hier ist das Problemkind Susi. Susi. Susi, und das ja. Ruft Titi. Ja, ja, da ist da zwei verschiedene Suppen. Und sie nimmt immer Tannenbäumchen und streckt Atombomben. Und wenn sie halt mal eine Masche verliert, dann explodiert das Haus. Jeder ist bei solch und die Mutter muss wieder ausgewechselt werden. Das kann nicht so weitergehen. Darum wurde ich gerufen. Und hat in einer linken Tasche einen Pudding und deswegen ist es 3. Genau. Die Mutter Katrin rufte mich. Rief mich. Rief mich. Rufte mich. Rufte mich. Rief mich. Rief mich. Rufte mich. Halt die Fresse. Damit ich der Familie Katrin helfen könnte. Konnte. Konnte. Helfen. Wir sehen jetzt das Problemkind Katrin. Katrin. Auch Susi. Katrin möchte nicht im Fernsehen gezeigt werden. Ja. Dann, er ist drogenabhängig. Schwer drogenabhängig. Sie spielt mit Apfelschorle. Schwer Apfelsäure. Sie strickt Atombomben. Sehr Bombenatomstricker. Mit Tannenbombchen. Sehr Tannenbombchen. Versteht, okay. Und, doch. Und das. Oh. Und die Tannenbäumchen beleuchten sich jetzt. Die Tannenbäumchen verkleiden sich als Weihnachtsbäumchen, damit super Weihnachtsbäumchen. Katrin, super Katrin. Sie nicht nimmt. Ach nee, es ist die Frau Katrin Susi. Die Frau Katrin Susi. Denn Susi erkennt an den Weihnachtsbäumen nicht, dass es Tannenbäumchen sind. Susi. Und jetzt bin ich hier gerufen. Susi. Und wenn? Ich kann den nicht. Oh, Susi. Und wenn sie nochmal mit Tannenbäumchen spielen sollen, Bastrick, dann schicke ich sie auf die stille Treppe. Treppe. Oder in den stillen Eck. Eck. Ich. Da muss sie still sein. Genau. Auf der Treppe oder im Eck. In der Ecke. Und in den Eck. Ich bin jetzt für eine Woche dort, zum Schauen, wie es in der Familie abläuft. Ich schaute einige Videos an. Und dann bemerkte ich, dass die Mutter Katrin Susi ständig schlägt. Das kann nicht so weitergehen. Und Vater sitzt immer vom Fernseher und läuft Bier. Susi hat damit keine Beschäftigung und hat ein Problem. Tannenbäumchen, Bomben stricken. Atombomben. Und das Erdbeben, das von der Treppe heruntergefallen ist, das ist von Susi. Susi, sie hat falsch gestrickt. Ja, und da ist eine Masche runtergetrollt und das Erdbeben ist runtergefallen. Ja, und das Haus stand in Flammen. Punkt.